Natürlich sind es auch Zellen, die einen Klumpen sichtbar bilden zu einem ganz frühen Zeitpunkt. Aber es ist ein entwicklungsfähiges Gebilde, das das menschliche Gene trägt und aus dem sich in der Zeit der normalen Abtreibung, also wir gehen so von der 4. bis zur 12. Woche, da ist es eben auf keinen Fall mehr ein Zellklumpen, da schlägt ein Herz, das ist was völlig anderes, da sieht man ein menschliches Antlitz, spätestens ab der 7. Woche. Das sind Verharmlosungen, wo ich selber noch nicht genau verstehe, warum eine Gesellschaft das für nötig findet, das zu verharmlosen. Ist das nicht gefährliche Verharmlosung? Sie ist auf jeden Fall, eine Verharmlosung ist immer dann gefährlich, wenn jemand auf einmal merkt, ich habe da etwas getan, unter Voraussetzungen, die gar nicht stimmen. Ich denke, man kann sehr gut, da gibt es, denke ich, auch gute Untersuchungen, feststellen, dass Frauen, die abtreiben, und zwar nicht wenige, wirklich das Empfinden haben, mein eigenes Leben steht hier auf dem Spiel. Mein Lebensentwurf, das, was ich mit meinem Leben tun will, wird bedroht durch dieses Kind. Und sie meinen tatsächlich, ihr Leben ist so bedroht, weil man ihnen auch vielleicht nicht den Ausweg gezeigt hat, der möglich wäre. Ich glaube aber, dass wohl die Mehrzahl der Überzeugung ist, das, was ich hier töten lasse, abtreiben lasse, ist noch kein Mensch wie du und ich. Das hat noch nicht den gleichen, würde man jetzt in der Ethik sagen, moralischen Status wie ein geborener Mensch. Ja, das ist eine weltanschauliche Überzeugung. Was glaube ich, was das Ungeborene ist? Ja, das hat, Religionen geben darauf eine Antwort, aber jeder Einzelne muss für sich eine Antwort finden. Und sobald er die Antwort für sich findet, entwickelt er dementsprechend dann Schuldgefühle oder nicht. Das ist ein sehr intimer Bereich, da muss man genau wissen, wohin man geht mit dieser Schuld, damit nicht wirklich daraus noch ein viel größerer Schaden entsteht, der dann wirklich psychologisch sogar Neurosen, Psychosen auslösen kann. Sondern dass es wichtig ist, die Schuld dorthin zu tragen, wo sie aufgelöst werden kann, vergeben kann. Also aufgelöst in der Weise, dass ich jetzt was konstruktiv, richtig Gutes tue für die Zukunft.